Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um es am Anfang klar zu sagen, es war gut und richtig, dass die deutsche Bundesregierung endlich ihre Blockadehaltung für Schuldenerleichterung für Griechenland aufgeben musste. Wir Grünen haben das lange gefordert. Das war überfällig. Denn es ist so, Griechenland hat seine Verpflichtungen eingehalten. Und deswegen ist auch nur logisch, dass jetzt die Eurogruppe ihre Verpflichtungen, ihre Versprechen einhält und deswegen auch ihr Wort hält bei den Schuldenerleichterungen für Griechenland. Es ist so, Verträge sind zu halten, pacta sunt servanda. Deswegen werden wir Grüne heute für die Schuldenerleichterung für Griechenland zustimmen. Und Herr Dürr, es reicht nicht, wenn die FDP auf Parteitagen schöne Sonntagsreden zu Europa hält. Aber wenn es konkret wird bei der Frage der Reform der Währungsunion, wenn es konkret wird bei der Frage, wie gehen wir mit Griechenland um, Sie sind de facto immer noch auf dem Stand, dass Sie wollen, dass Griechenland aus dem Euro austritt, also die Eurozone spalten. Wenn es konkret wird, sind Sie gegen Europa. Diese Doppelzündigkeit der Dürr, das finde ich wirklich beschämend. Und zu Herrn Böhringer. Sie haben hier im Plenum behauptet, dass wegen des privaten Schuldenschnittes, den es gab, auch für die Real Estate verstaatlicht worden wäre in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. 2009 musste die Real Estate verstaatlicht werden wegen massiven schlechten Finanzgeschäften, die sie gemacht hat. Und 2012 gab es den privaten Schuldenschnitt in Griechenland, wo auch noch die Real Estate entscheidend beteiligt wurde. Wenn Sie hier im Plenum reden, dann kriegen Sie Fakten klar und machen Sie nicht solche Attacken hier auf Europa. Denn worum geht es ja auch? Herr Kollege Kindler, gestatten Sie eine... Ich würde jetzt gerne meine Rede zu Ende führen. Herr Böhringer hatte schon Zeit, dazu zu reden. Herr Böhringer, wenn Sie hier im Kontext auf Ihrer Homepage vom 22.06. im Zusammenhang mit diesem Griechenland-Paket und mit Europa von, Zitat, ich zitiere, Endsiegpropaganda reden, dann wird klar, welches Geisteskind Sie sind. Das ist Nazisprache. Sie wollen Europa zerstören, die dunkelste Phase der deutschen Geschichte zurück. Und natürlich ist es so, dass Deutschland momentan auch mit den griechischen Anleihen, die die EZB gekauft hat, mit den sogenannten SNP-Gewinnen momentan verdient. Auch mit dem Programm, den die KfW hat. Insgesamt sind es fast 2,9 Milliarden. Und die Eurogruppe hat 2012 und jetzt nochmal beschlossen, dass diese sogenannten SNP-Gewinne an Griechenland ausgezahlt werden. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Deutschland darf doch nicht noch an der Krise in Griechenland verdienen. Und nicht nur hat Deutschland hat auch insgesamt in der Finanzkrise in Europa mächtig verdient. Den weitaus größten Profit hat Deutschland momentan, der deutsche Bundeshaushalt, aus der historisch niedrigen Zinsphase geschlagen. Rund 162 Milliarden Euro, das muss man im Deutschen Bundestag mal sagen dürfen, hat Deutschland, der deutsche Bundeshaushalt, seit 2008 im Rahmen der Niedrigzinsphase an Zinskosten gespart, weil viel Kapital aus Südeuropa nach Deutschland geflohen ist und weil nachher Mario Draghi eine niedrige Zinspolitik gemacht hat. Und seien wir doch mal ehrlich, ohne Mario Draghi hätte Wolfgang Schäuble nie diesen Bundeshaushalt sanieren können. So ist doch die Wahrheit. Aber ich will auch klar sagen, bei Europa, da geht es nicht nur um Finanzen und um Wirtschaft. Deutschland profitiert extrem von dem Euro, von der Europäischen Gemeinschaft. Aber es geht auch bei Europa um was anderes. Europa ist ein zentrales Friedensprojekt. Ein Friedensprojekt, weil Europa wurde gegründet aus den Erfahrungen, dass Nationalismus überwunden werden muss, weil Nationalismus früher oder später immer zu Krieg führt. Europa war also die zentrale Lehre aus den schrecklichen Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus. Und ich finde es deswegen auch, angesichts der ganzen Debatte, die letzten Wochen hier in Deutschland führen, ziemlich geschichtsvergessen, mit welcher Brutalität die CSU und Teile der CDU jetzt dieses Europa in Frage stellen, offen mit extrem rechten Politikern wie Orban, Salvini, Strache sympathisieren. Ich sage, dieser Nationalismus, der ist brandgefährlich. Sie legen die Axt an unser Europa. Und das kam ja nicht über Nacht. Wir haben extremes nationalistisches Denken
gerade während der Krise in Griechenland in Deutschland erlebt. Das hat stark zugenommen. Es gab ein übliches Bashing, Beleidigung der Bild-Zeitung. CDU-Politiker haben gefordert, dass Griechenland seine Inseln verkauft. Alexander Dobrindt, Markus Söder haben immer wieder gefordert, dass Griechenland aus der Eurozone austritt. Und auch der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble hat 2015 versucht, Griechenland aus dem Euro zu schmeißen. Und ich sage Ihnen, das hat auch tiefe Wunden in Europa gerissen. Es war ein Versuch, Europa zu spalten. Und zum Glück ist dieser Versuch gescheitert. Und ich sage Ihnen auch mit Blick auf die CSU, auf Teile der CDU, auch gerade heute auf die FDP. Ich sage Ihnen, das dritte Programm für Griechenland wird beendet. Es war gut und richtig, dass Griechenland im Euro geblieben ist. Was jetzt notwendig ist, dass Griechenland eine klare Perspektive bekommt, eine Partnerschaft auf Augenhöhe und dass natürlich dort in Griechenland Strukturreformen weitergehen. Die haben wir immer unterstützt bei der Steuerverwaltung, beim Justizsystem, bei der öffentlichen Verwaltung. Aber auch, dass die Fehler der alten Troika-Politik korrigiert werden. Eine falsche, harte Sparpolitik hat die Krisen in Griechenland verschärft. Wir haben eine extrem große Armut. Ein Drittel der Menschen in Griechenland ist von Armut gefährdet. 50% der Jugendlichen sind arbeitslos. Wir sagen Ihnen klar, Griechenland braucht jetzt eine Perspektive für die Zukunft. Griechenland braucht Luft zum Atmen und es braucht den Spielraum für Investitionen, für soziale Maßnahmen, für die Bekämpfung der Armut. Das Herumschubsen mit Griechenland, das muss endlich aufhören. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort zu einer kurzen Zwischenintervention dem Kollegen Peter Böhringer, AfD.